So, willkommen zum ersten Commentary zu Modern Warfare 3. Heute kommentiere ich ein Gameplay von einem Clankumpel von mir, der mit der MSR und erweiterten Magazinen unterwegs ist. Außerdem benutzt er die Perks Fingerfertigkeit, schnell zielen und Meisterschütze. Meisterschütze verwendet er allerdings nur, und das soll ich erwähnen, weil er Totenstille zu diesem Zeitpunkt im Prestige noch nicht freigeschaltet hatte. Und ja, da haben wir schon mal einen schönen Kill gesehen. Das ist hier übrigens ein FFA auf Resistance. Resistance, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich denke Resistance, weil es halt in Frankreich ist. Ja. Und man sieht hier, er ist mit der MSR ganz gut unterwegs. Er bleibt meistens auf seiner eigenen Linie und auf der Linie auch treu. Also er geht jetzt nicht über die ganze Map. Wie gesagt, es ist jetzt ein Gameplay nicht von mir selbst, sondern von einem Kumpel von mir aus dem Clan. Wir machen beide auch noch einen eigenen Kanal dann für unseren Clan auf, aber wenn das soweit ist, werdet ihr alle nötigen Infos auf jeden Fall ja, hier hören. Und wir schauen mal, wie er heute so vorgeht. Da hinten war ein weiterer Clan-Kollege von uns, ihr seht es jetzt gerade. Da hinten ist er Crusher, der ist momentan übrigens auch online, während ich hier gerade aufzeichne. Und ja, die Jungs haben zusammengezockt. Crusher war ebenfalls mit der MSR unterwegs, genauso wie Knödel Rock hier. Auch ein ein Kumpel aus meinem Clan, den ich auch persönlich und aus der Schule und so weiter kenne. Genau wie ihn da, der gerade ins Haus gelaufen ist. Ja, es soll also darum gehen, die verschiedenen Arten zu snipern zu beleuchten. Man sieht hier, dass dass er gerade ziemlich offensiv spielt mit der MSR, also er ist jetzt nicht unbedingt der Typ dafür, der sich irgendwo in die Ecke legt, sich einen guten Spot aussucht, sich da hinlegt und dann da bis zum Ende des Spiels so rumgammelt. Nein, er ist eher so derjenige, der dann auch offensiv mal in den Kampf reingeht, obwohl er mit der Sniper in der Hand unterwegs ist. Und ja, da würde mich so mal interessieren, was ihr so macht, wenn ihr mit der Sniper spielt. Geht ihr mit der Sniper auch mal in den Nahkampf, versucht ihr zu quickscopen oder lasst ihr das dann komplett? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Man sieht hier gerade, er ist immer so weit defensiv, dass er ja seine eigene Linie immer hin und her abläuft und so ein wenig über die Map patrouilliert. Allerdings macht er nie die riesigen Sprints durch die Map, sondern bleibt stets irgendwie in Deckung und versucht da keine großen Risiken einzugehen, obwohl er natürlich nicht nur am Campen ist, wie man ganz klar sieht. Er ist mit der MSR in der Hand unterwegs, versucht öfters auch Quickscopes. Und ja, er hat momentan, übrigens spielt er mit Specialist, er hat jetzt den Assassin, hätte ich fast gesagt, Attentäter hat er bereits freigeschaltet, genauso wie Blinder Überwacher, mit 2 und 4 Kills im Specialist, und jetzt hat er gerade abwechslungsreich die Herausforderung geschafft. Ein sehr schöner Quickscope hier gerade nochmal. Jetzt hat er auch das Visier erhalten beim 6. Abschuss. Ja, und da ist er leider mit der L118A oder L118A gestorben, gekillt worden, wenn man so sagen möchte. Hier nochmal einmal kurz eine Granate geworfen. Er ist übrigens der Typ, der eher mit Splittergranaten rumrennt, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Aber jedem das seine, ich renne eigentlich nur mit Semtex rum. Allerdings habe ich auch in manchen Klassen durchaus die Splittergranate ausgerüstet. Ja, man sieht hier wie gesagt nochmal ganz gut, dass er eigentlich relativ weit außen auf der Map rumläuft. Also er geht jetzt nicht durch den Map-Kern, möchte ich fast sagen, durch die Mitte der Map, sondern er sucht sich halt immer wieder Deckung und patrouilliert am Rande der Map, was für einen Sniper natürlich von großem Vorteil ist, weil dann die im in der Mitte laufenden Rusher besser erledigen kann. Und da vorne hat er, glaube ich, hat er ihn gesehen? Ja, er hat ihn gesehen. Packt sich die M9 mit dem Schalldämpfer übrigens als Zweitwaffe. Und ja, hat ihn dann auch gut gekillt. Übrigens kann ich die M9 mit dem Schalldämpfer als Zweitwaffe nur empfehlen. Mit der MSR bin ich ehrlich gesagt nicht großartig vertraut, weil ich selten mit Sniper-Gewehren spiele auf der PlayStation. Da bin ich dann schon eher mit der bei COD 4 auf dem PC mit der Sniper eher vertreten. Das
das ist auf der Playstation einfach nicht so mein Ding. Da kriegt er schon besser hin, wie man es gerade sieht. Also er macht wirklich sehr gute Kills. Und auch viele Quickscopes, wie man sieht. Wirklich tolle Gameplays. Er hat mir auch noch zwei weitere in den Online-Speicher zur Verfügung gestellt, die ich für ihn kommentieren soll. Wow, war das jetzt ein No-Scope? Ich habe gerade gar nicht auf... Ja, man sieht schon, er hat ziemlich gut drauf. Er ist sozusagen ja, die Sniper-Elite unseres Clans. Und ja, mal gucken, was so kommt. Also wir müssen bald unseren Clan etwas geordneter einteilen und so weiter. Ich werde wahrscheinlich die Commentaries machen, weil ich damit ja auch schon aufgrund meiner Let's Plays ein bisschen Erfahrung habe. Das ist jetzt übrigens das erste Commentary, das ich nach, also dass ich, beziehungsweise das erste Let's Play, das ich nachkommentiere, also im Gameplay. Ja, der hätte er bestimmt auch gekriegt, aber da war schon ein anderer ein bisschen schneller. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch zwei weitere Gameplays von ihm kommentieren, die dann auch in den nächsten Tagen online kommen werden. Und dann folgen wahrscheinlich auch Gameplays von mir, aber die folgen dann wahrscheinlich auf unserem neuen Clan-Channel auf YouTube. Mal schauen. Man sieht hier gerade nochmal, ich habe es schon mehrfach erwähnt, er patrouilliert die, auf der Map und chillt sich nicht in irgendeine Ecke rein. Finde ich auch gut so, und vor allem wenn man eine M9, MP9, mit dem Schalldämpfer dabei hat, dann ist es auch gar kein Problem. Ja, hier ist er leider erwischt worden mit der MK14. Schade. Und ich sehe schon, er ist auch so ein Typ, er haut dann doch lieber die Killcam weg, das Elend muss er sich dann nicht ansehen, und das mache ich eigentlich genauso. Also wenn ich gekillt werde, dann steige ich möglichst schnell wieder ein. Und da hätten Crusher nochmal unterwegs gewesen. Und, yo, noch ein schöner Kill, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Dann oben hat einer geschossen, er hat es wahrscheinlich gerade bemerkt und geht jetzt hoch. Wartet hier ein bisschen, also er verweilt also nur kurze Zeit an einer Stelle. Und es ist dann auch nicht ganz so beschissen, als würde man dann die ganze Zeit irgendwo campen. Gerade eben, weil, ja, ist einfach normalerweise, war er früher immer ein Rusher, bis er angefangen hat, richtig zu quickscopen und so weiter. Und das hat er mittlerweile auch richtig gut drauf. Ah, den hätte er bestimmt gehabt, aber da war das Match schon vorbei. Das war übrigens Team Deathmatch, Entschuldigung, ich habe vorhin FFA fälschlicherweise gesagt. Kann natürlich kein FFA sein, wenn es mit mehreren Mitspielern ist. Ja, ein schöner Final Kill, also ein spielgewinnender Abschuss und ja, das war eine sehr gute Runde. 14-4, eine klasse KD, und Crusher sah etwas schlechter aus mit 7-13, aber das wird auch noch werden. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.